Grüezi miteinander und willkommen bei unserem Webinar von der Firma AVMAT über AUDAC Touch 2. Das AUDAC Touch 2 ist ein Bedieninterface, wo wir eine komplette Audioanlage steuern können. Von der Quelle über die Matrize zu den Verstärkern können wir alles steuern über sämtliche verschiedene Software und Telefon-Tablets und auch Computer. Wir werden in der Präsentation Möglichkeiten aufzeigen und auch einen Einblick in die Programmierung geben. Und nachfolgend auch ein Projektbeispiel anschauen. Alle Teilnehmer sind während dem Webinar stumm geschaltet und bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. Am besten nach dem Webinar direkt auf meine E-Mail-Adresse gabriel@avmat.ch. Wir zeichnen das Webinar auf und stellen es auch später zur Verfügung. Gerne können Feedbacks hinterlassen werden. Das AUDAC Touch 2 ist die neue und aktuelle Version vom AUDAC Touch und es ermöglicht uns, das Gerät von den AUDAC mit einem Webinterface steuern zu können. Wir haben damit eine absolute Systemkontrolle, wir haben einen Cloud-Speicher und die Software, das AUDAC Touch 2, kann kostenlos heruntergeladen werden, direkt auf der unten eingeblendeten Adresse. Sämtliche Betriebssysteme sind kompatibel. Wir können es auf jeglichen Grad nutzen. Die Flexibilität und auch das, dass es kostenlos ist und die schnelle Parametrierung vom AUDAC Touch ist ein erheblicher Vorteil. Das AUDAC Touch 2 ist komplett von den AUDAC entwickelt worden und somit kann die optimale Kompatibilität mit allen AUDAC-Geräten mit dem Webinterface gewährleistet werden. Es ist eine In-House-Entwicklung und von dem her ist es sehr vorteilhaft. Was sind die neuen Funktionen vom AUDAC Touch 2? Wir haben eine automatische Geräteerkennung, wo wir innerhalb vom Netzwerk auslesen können, welche Geräte das im Netzwerk verbunden sind. Wir haben neu auch eine Mischerfunktion für ein M2, für die Matrize. Wir haben frei platzierbare und skalierbare Widgets, damit wir die grafische Oberfläche den Bedürfnissen anpassen und optimal gestalten können. Und wir haben ein professionelles und lizenziertes Audio-Streaming von Spotify und von Soundtrack. Der Wechsel vom AUDAC Touch 1 zum Touch 2 ist empfehlenswert. Bei bestehenden Systemen empfiehlt es sich dort, die Versionen über uns kontrollieren zu lassen. Bei einigen Geräten sind alle Versionen direkt verfügbar für das AUDAC Touch 2. Bei anderen müssen wir es noch schnell kontrollieren. Das sehen wir nachher. Jetzt ist die Frage, welche Geräte sind unterstützt und welche können wir mit dem AUDAC Touch 2 nutzen? Bei der Matrize haben wir den M2. Die R2 ist ersetzt worden durch die M2, ist nicht mehr erhältlich, und die MTX-Matrize. Bei den Verstärker haben wir den AMP 203, AMP 523, die MFA, SMA, SMQ und PMQ-Serie, die optionell mit einem APC-100 bestückt sind. Bei den Audio-Player haben wir den XMP44, TMP40, IMP40, MMP40, FMP40, DMP40, NMP40 und bei den Relais-Funktionen, die sehr beliebt sind für Integrationen, ist ARU. Kurz zusammengefasst, bei welchen Geräten
müsste man bei einem Update die Version vorher kontrollieren. Das war bei der Matrize M2. Die meisten Versionen sind kompatibel direkt, allerdings es lohnt sich, das schnell zu kontrollieren. Bei der R2, bei der MTX-Matrize und bei XMP, AMP 523 und APC 100 gehen eigentlich sämtliche Firmwares. Nachdem man die Software heruntergeladen hat, kann man zuerst das Konto erstellen. Und dann sieht man im Listenbildschirm vom Dashboard. Gerade am Anfang. Da müssen wir das Konto dann noch verknüpfen. Und das kann man machen mit den Funktionen links oben. Zuerst sieht man den Einstellungsbildschirm. Den macht man zuerst auf, wenn es sich um eine neue Anwendung und um ein neues Projekt handelt. Und durch das ganz Neue sieht man im Moment noch nicht viel. Das entwickelt sich natürlich dann ständig weiter bei folgenden Informationen, die wir nachher programmieren. Beim Einstellungsbildschirm können Anwendungen derzeit im Kiosk-Modus gestartet werden. Das ist ein schönes Feature, wenn DAB im öffentlichen Bereich genutzt wird. Dann kommt die Geräteliste, wo wir die ausgelesenen Geräte nachher drin haben. Das ist eines der Schlüsselmerkmale der Anwendung. Und die wird sehr, sehr häufig verwendet in der Praxis. Das sehen wir gerade auf dem folgenden Slide. Da haben wir eine Geräteliste und nach dem Auslesen sieht das folgendermaßen aus. Wir haben einerseits das Gerät, Adresse, IP-Adresse und dann ein kleines Bild auch, was visuell noch unterstützt. Und über die IP-Adresse können wir nachher die verschiedenen Geräte dann auch identifizieren. Der Schnellzugriffsbildschirm hat alle Funktionen, die der Hauptbildschirm in der Webschnittstelle hat. Das sind Lautstärkeregelungen und Eingangsauswahl. Wenn man M2 verwendet, kann man auch die Mischfunktionen verwenden. Nachher geht man auf den Bildschirm vom Dashboard, wo in der Menüeinstellung ersichtlich ist. Schauen wir das Ganze mal konkret mit einem Projekt an. Der Bertis Fish and Chips von Edinburgh in England hat folgendes System. Wir haben Quelle, Matrize, das Wi-Fi, dann zwei Verstärker und zwei Wandpanel. Wie wir sehen, haben wir hier 1, 2, 3 Zonen, die wir nutzen. Hier sehen wir auch die Module, die bestückt sind im XMP 44. In diesem Beispiel sind 3 Lautstärkeregler verwendet worden, damit wir die 3 Zonen können steuern können. Wie gesagt, wir können das in der Größe noch ändern, anpassen auf den Bildschirm, Platzierung wählen. Und diese Freiheit ist interessant für eine optimale Individualisierung des Projekts. Wir können auch das Albumcover abrufen mit dem Jetzt läuft Widget. Und wir haben auch ein Favoriten-Widget, wo als Auswahl dient für das Internetradio, das wir auf der rechten Seite hier sehen.
Die zwei Funktionen sind auch sehr beliebt bei den Benutzern. Zuerst klickt man auf Edit. Dashboard. Edit Dashboard ist der Anfang. Dann haben wir hier unsere Fläche, wo wir unsere Bedienelemente reinmachen und platzieren. Indem dass wir aufs Add Widget klicken. Hier können wir auswählen, was für ein Bedienelement wir wollen. Wir können Zuordnung machen, wie wir sehen beim Selected Device, welches Gerät wollen wir damit steuern. Wir sehen dort den Zone Slider als Selected Widget. Und so haben wir eigentlich die Verknüpfung schon einmal erstellt mit dem Pop-up-Fenster. Man kann nachher Add Another klicken und kann dann sehr schnell in der Programmierung zusätzliche Funktionen und Steuerungselemente einbauen. Mit Add Another und dann Add geht es einfach weiter. Nachdem alle drei hinzugefügt worden sind, kann man das Fenster zumachen und man kann die Widgets bearbeiten. Man kann die verschieben oder man kann die Größe verändern oder man kann weitermachen mit anderen Widgets, die man dazufügen kann. Als nächstes fügen wir ein IMP-Widget dazu. Das jetzt spielende IMP-Widget. Hier sehen wir für das Internetradio, was dazugefügt worden ist. Und wir sollten nicht vergessen, dass es beim Eingabemodul oder Favoritenauswahl, dass es so funktioniert und nicht über ein visuelles Widget. Jetzt können wir das Albumcover für den MMP40-Slot 1 einsetzen. Dann können wir das Now Playing für den MMP40-Slot 1 ergänzen. Hier sollte man beachten, dass man überspringen und abspielen kann, aber keinen direkten Titel in Audac Touch 2 auswählen kann. Wenn hier sämtliche Funktionen dargestellt sind, die wir benötigen, können wir das Pop-up-Fenster zumachen. Dann sehen wir oben einen weißen Bleistift beim blauen Hintergrund. Und das ermöglicht uns, das Widget bei Bedarf zu bearbeiten. Wenn wir mit der Maus über das Widget fahren, sehen wir in der Ecke ein weißes Dreieck, mit dem wir die Grösse können verändern vom Widget. Wenn man auf der anderen Seite aufs weiße Dreieck klickt, können wir das Widget an eine beliebige andere Stelle innerhalb der Spalte ziehen und dort fest verankern. Das sind eigentlich die grundlegenden Parametrierungsmöglichkeiten in einer zusammenfassenden Form, die uns ermöglichen, die Programmierung wahrzunehmen mit dem Audac Touch 2. Und eigentlich sollte der Grundstein gesetzt sein, dass man jetzt auch eine Programmierung wahrnehmen kann. Selbstverständlich stehen wir auch weiter zur Verfügung für weitere Informationen und unterstützen euch gern bei Ihrem Projekt. Das war eher ein einfaches Beispiel gewesen. Aber mit diesem Beispiel haben wir mal reinschauen, wie das aussieht, wie wir es am besten können parametrieren und wie wir vorgehen. Damit haben wir auch gesehen, was das Potenzial ist vom Audac Touch. Und man hat einen Eindruck erhalten, was das Dashboard, wie die Dashboards aussehen, wie das funktioniert und wie man es anpackt.
Mit den erklärten Schritten können wir jegliche Widgets hinzufügen und bearbeiten. Für weitere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bitte folgt uns auf AVMOD Academy für weitere Webinare, die wir abhalten. Und bei Fragen stand ich gerne zur Verfügung auf gabriel@avmat.ch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und einen schönen Tag. Ich hoffe, ich habe etwas vermitteln können, was für euch interessant ist. Dankeschön und einen schönen Tag. Adieu miteinander.